Hallo Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play BeamNG. Oh, das war unser Ersatzrad. Okay. Drive. Die letzte Folge sind wir auf der Rennstrecke rumgefahren. Da dachte ich mir, wir crashen wenig. Also, wie versprochen, werden wir heute mal sehr viel crashen. Wir machen unsere klassische Blitzrunde hier auf der Gridmap. Und was sind die Blitzrunden? 5 Fahrzeuge. Oh. Jeweils 2 Minuten. Wow. Absolute Zerstörung. Crashes nonstop. Ja, das ist eine Blitzrunde. Oh, wir haben ein blaues Interieur. Das gebe ich zu, sieht jetzt nicht so genial. Oh, wobei, irgendwie. Es ist ein bisschen zu blau, aber irgendwie hat es was. Irgendwie hat es was. Keine Ahnung. Ich kann mich da gerade richtig reinfühlen. Da sollte man sich nicht reinfühlen in dem Moment vielleicht, aber man könnte. Oh, die Motorhaube komplett umgedreht. Oh, ein Rückwärts-Crash, komm. Die machen wir selten. So, das ist der Roamer mit der, ich glaube, XT-Variante oder so. Auf jeden Fall Standard Wheelbase, aber der stärkste V8, den es vom Werk sozusagen gibt. Haben einen schönen Blick auf den Subframe vorne. Motor und alles, sieht man da wunderbar. Und dann wollen wir hier entlang. 1, 2. Oh, ich will die Kontrolle. Oh. Aua. Das wäre, okay, wir haben noch eine halbe Minute mit dem. Los, Gas. Wollen wir gar nicht verschwenden, die Zeit. Und wollen wir hier das Ding mitnehmen. Sprung. Oh, absolut aufgeschlagen. Und nochmal hier gegen. Hoch. Und. Wow. Okay. Der ist schon. Okay. Das war's aber mit dem Roma. ETKK. Okay. Da haben wir drauf gelandet. Können wir nochmal die Driving Experience Variante. So, Stabilitätskontrolle aus. Manuelle Schaltung, okay. Dauert nur ganz kurz, weil wir den ETKK noch nicht ausprobiert haben, anscheinend seitdem ich das letzte Mal installiert habe. Muss ich das einmal kurz aufbauen. Da haben wir es natürlich jetzt alles. Einen schönen kleinen Drift hier entlang. Dann machen wir mal einen wunderbaren hohen Sprung. Gleich nachdem wir hier ein kleines Slalom gefahren sind. Raus beschleunigen. Und Spin. Nein, nicht wirklich groß gespinnt, gebe ich zu. Aber jetzt achtmal langsamer. Uff, genau drauf. Auf die Seite, auf die andere Seite. Übers Dach. Gecrashed. Okay, weiter geht's. Schaffen wir einen... Oh, genau, ich bin in meiner Schaltung dran. So, kurz mal einen Rückwärtsgang. Denn ich will hier gegenknallen. Oh. So viele Teile, die da überfliegen, ins Partikel und so weiter. Boah, guck dich mal, wie zerstört er ist. Wenn ihr so einen Wagen in echt so sehen würdet, nicht sehr freundlich. So, wir haben gerade vorwärts einen Switch auf den Rückwärtsgang gemacht. Dann machen wir es nochmal andersrum. Danke sehr, einen schönen J-Turn. Machen mit der Schaltung. Macht Spaß. So, verlieren wir mal die Kontrolle. Und drehen wir uns rein. Und absolut kein Kofferraum mehr. Wirklich, direkt den Kofferraum. Weg, buff. Hier wäre er gewesen. Einmal weggemacht. Da ist er. Da ist er wieder. Oh, vielleicht hätte ich nicht im zweiten Gang versucht loszufahren. Da habe ich erstmal im dritten Gang reingeschaltet. Ah, genau, die Rampe gibt es ja da oben. Schaffen wir die Rampe zu nehmen, ohne zu weit zu fliegen? Ah, das war ziemlich gut. Ich glaube, das wird nicht viel besser, gebe ich zu. Das wird nicht viel besser, aber nur deswegen mal hier nochmal runterknallen. Okay. So, wollen wir nicht nochmal hier hin? Huiuiuiui. Ah. Covid. War als letztes angezeigt. Nimm mal einen normalen Covid, kein Mikron oder sowas. Keine Ahnung, was du bist. Irgendwie eine Standardwelt. ZXI. Komm, nimm mal dich in blau. Machen wir dich schön aussehend. So, noch einmal kurz hier reloaden, damit wir wieder in die richtige Richtung starten. Und dann hier durch. Oh nein, manuelle Schaltung will ich nicht haben gerade, denke. So, hier durch. Links den Spiegel abgedonnert. So muss das. Donnern wir uns mal rechts den Spiegel ab und machen mal einen Highspeed-Crash. Also Highspeed, nicht wirklich Highspeed, aber... Ach, wir haben ihn nur angedotzt. Er steht jetzt ein bisschen komisch, wie ihr seht. Aber wir haben ihn nicht ganz kaputt gemacht. So. Dann wollen wir hier entlang. Wie schnell sind wir denn? 146, 147, komm, einer geht doch. 148, gerade so erwischt. Wunderbar. Und fast nochmal das Heck.
überholt, vom Hike überholt worden, so rum. Und unsere Kamera ist jetzt mittlerweile in den Vordersitzen. Das sollte ich, glaube ich, sagen, wie viel Energie da hinten in dem Crash drin war. Was also? Ja, ich sehe schon da hinten. Du schaust mich so nett an. Nicht du. Auch nicht du. Sondern du. Machen wir einen ganz leichten Overlap. Und dann knallen wir mit der komplett diagonal anderen Seite hier rein. Aua. Kommen wir weiter? Nee. Warum versuche ich es eigentlich? Es war ziemlich klar ersichtlich, dass wir nicht weiterkommen nach dem Crash. Aber hey, man kann es ja mal probieren, ne? So, hier rein. Sprung. Wow. Okay. Okay. Wunderbar. Hier mal die Räder ein bisschen belasten. Und dann das Dach. Komm mal raus. Da müssen wir ein bisschen mithelfen. Nee. Nee. Danke. So. Kann ich mal rückwärts haben? Danke. Oh, wir sind schon bei 6 Minuten. Oh Gott, wir müssen schnell crashen. So, schnell crashen und dann müssen wir schon wieder wechseln. Und. Uff. Okay. Bin nicht gelandet. Wo ist mein Mauscursor? Oh, Sherry. Okay. Nehmen wir aber den Togak. Togak habe ich gerade Bock. 190 DQ. Okay, da haben wir einen kleinen Diesel mal drin, ne? Für die Abwechslung hier, damit wir auch ein bisschen extra schön kleine Mikropartikel drin haben. So. Das ist kein SUV, Leute. Das ist kein SUV. Das ist... Ich meine, das sind genauso viele Fahrzeuge. Wir werden auch bald genauso einen haben als Testwagen. Vielleicht. Vielleicht von der deutschen Marke. Jedenfalls wird es so... SUV, aber effektiv nur ein Kleinwagen ist, der minimal hochgelegt ist. Also ein Hatchback, der hochgelegt ist. Aber es heißt SUV, weil es sich dadurch 300 mal besser verkauft. 300% besser verkauft. Weil das ist alles, was braucht. Und natürlich ein bisschen Plastik. Ein bisschen Plastik. Oh. Sorry, da will ich jetzt nochmal ganz kurz nachgucken. Ich weiß, wir wollen heute eigentlich crashen. Aber ich will nur, um meinen eigenen Punkt hier nochmal zu beweisen. Das gibt es auch in echt, ganz häufig. GLA, A-Klasse und so weiter. Das ist ein SUV. Das ist ein Hatchback. Wisst ihr, was das den SUV macht? Der hier hat Plastik drum. Und voilà, es ist ein SUV. Vielleicht machst du es noch 2 cm höher. Vielleicht. Manchmal nicht. Der hier ist, da ich ein sportlicher Variante, ist ein bisschen niedriger. Ups. Aber. Was ein bisschen Plastik rum. Schreibst du, es ist ein SUV. Und ungelogen, das Ding verkauft sich wirklich 4-mal besser. Der Togak wird sich wahrscheinlich 4-5-mal so gut verkaufen wie der Viva. Weil Leute nur... Sorry, ich will jetzt nicht zu viel ranten. Ich meine nur, das ist nur Bullshit. Das ist tatsächlich, das ist eine Tatsache. Guckt euch an, GLA und A-Klasse. Das ist der exakt gleiche Wagen. Ein bisschen anderes Styling hier und da. Aber wenn ihr die Dimensionen anguckt, das Ding ist fast hundertprozentig gleich. Die GLA sind minimal höher. Vielleicht so ein Stückchen. Vielleicht auch so ein Stückchen. Aber das ist nicht viel. Aber der GLA ist SUV. Und die A-Klasse ist ein Hatchback. Das Lustige ist die B-Klasse, die wahrscheinlich höher ist als die GLA. Ist aber wie ein Hatchback, weil der hat kein Plastik um die Reifen, um die Räder drumherum. Nein, kein Plastik. Das ist Plastik ist offroady. Das ist eigentlich, warum es Plastik gibt. Wer meine Auto-Reviews sieht, weiß, dass Plastik sorgt dafür, dass Visual Mass gehalten wird. Das habe ich, glaube ich, schon mal im Video erklärt. Ihr seht, der hier, die haben beide fast genau die gleiche Seite. Der hier sieht um einiges bulkiger aus als der hier, oder? Ganz simpel einfach. Das Plastik sorgt dafür, dass der Wagen kleiner wirkt. Voilà. Und jetzt, wie gesagt, ich will nicht zu viel ins Detail gehen. Keine Ahnung, warum ich jetzt angefangen habe, darüber zu ranten. Aber es ist nur lustig, Leute. Es ist lustig, wie man teilweise Leuten nur vortäuschen muss, dass etwas was komplett anderes ist. Und deswegen kaufen die Leute es viel mehr. Macht Sinn? Nö. Macht's Geld? Ja. Ja, absolut. Klar, macht Geld.
Eieiei. Okay, Leute, wir sind am Ende der Folge. Wir machen ja noch einen Crash. Sorry, da muss ich nur gerade drüber reden. Weil das fand ich aber, das ist so. So. Ich würde mich interessieren. GLA 35. Nehmen wir A200. Gibt es noch einen 200? 250? Keine Ahnung. 220? Was auch immer. Der GLA ist wahrscheinlich niedriger. Hat aber Plastik an der Seite. Meine ich nur. Auf jeden Fall, Leute. Ich bin mir wohl fürs Zuschauen. Also, tschüss für nächstes Mal, euch und wir sehen uns wie immer in 2 Tagen bei der nächsten Folge um 8 Uhr. Wenn ihr Wunsch habt, schreibt mal in die Kommentare rein. Und ja, bitte bis zum nächsten Mal. Tschüss.